Du in deiner Weihnachtshöhle. Ich sehe den Schmerz. Er steht da. Ja, ich betrachte gerade die Minimap. Überholt worden. Ah. Hm. Mal gucken. In 2, 3 Wochen werde ich die nächste Quest mal wieder ein bisschen vorbereiten. Oh ja. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sprach sie und verlief sich. Ja, der Schmerz hat gelernt, auf die Wegweiser zu achten. Wie ich schon, ja. Wenn es noch welche gibt. Sache, die erste Quest, der läuft einfach mal vorbei. Wupp. Aber ehrlich, er ist ja blindlings weggelaufen. Ja, du genauso. Ich? Na klar. Hals über Kopf. Oh, guck mal, wer wohnt denn hier? Das ist doch schön hier. Kann ich hier einziehen? Oh, das ist schön hier. Ja. Es sind viel zu viele Blumen, wir müssen ein bisschen Beton hin. Chucky, bist du noch richtig, oder? Mhm. Bist du sicher? Ganz sicher. Echt? Überleg dir das doch mal. Ah ja, guck dir aber die Schüsselkunst erstmal an. Weg raus. Ja. Mitze, kannst du es ruhig. Am Nachmittag werden wir wohl Krabak erreichen, wenn es weiter so gut läuft. Ja, komm mal gut durch hier. Wenn der Schoki ruhig auch mal loben. Ja, war ja auch so schön, das war ja einfach. Der war nicht immer drauf geguckt, ne? Ja, hätte ich es auch gesagt. Ich sehe es auch schon. Können wir ja mal Bockwar guten Tag sagen. Ja, der gute lange Bockwar. Genau. Hm. Ach, ist das schön. Ging ja doch schneller, als ich dachte hier. Oh, hier höre ich schon wieder Spinnen irgendwo. Ich mal kurz zum Lagerhaus und schmeiße ein paar Sachen rein, die ich hier nicht gebrauchen kann. Räumen den hier rein, zack, zack, so. Flup, flup.
Aber guck mal, was es schon so gibt hier oben, wo man schon mal hier ist. Oh, schon einiges schon drin hier im System. Sieht ja so nicht schlecht aus. Und Schmerz, was sagst du? Schöner Weg gebaut, oder? Ja, hab da gut gemacht. Gut gelungen. Also hier ist auch noch ein Dorf in der Nähe. Richtung Können wir auch noch Süden. anbinden? Ich muss immer Sprit holen. Könnte man machen, ja. Also den Weg habt ihr gebaut ab eurem neuen Zuhause dann, oder? Ja, genau. Oder ab. Ach ja, geil, toll. Gut. Ja, eigentlich kannst du fast sagen, von beiden Seiten angefangen. Zum Ende von beiden Seiten dann. Dann müssen wir den Weg halt noch weiterbauen, bis zu den Tempel, den es da hinten gibt, geradeaus durch. Und mal gucken, wo es hier was Steine gibt zum Farmen. Von da sind wir ja gekommen, ne, oder? Da hinten müssen wir doch hin. Hier hinten ist doch das Tor gewesen. Schöne Apartments haben sie hier. Sehen nicht schlecht aus. Genau, den Weg müssen wir raus. Zum Osttor. Ja, genau, zum Osttor müssen wir hin. Gucken, ob es irgendwas an Stein gibt, wo ich hier weiterbauen kann. Das pfeift ja aber nicht schlecht. Dann müssen wir den Tempel müssen wir irgendwie geradeaus durchbauen. Da, 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 da. Oder müsste ich mal ein paar Steine farmen, dass ich ein paar Steine habe? Ja. Steine sind immer gut. Sonst kann ich nicht stopfen. Da fange ich ja schon mal an, hier auszuheben hier. So einen kleinen Reststein habe ich noch, das ist ja nicht verkehrt. Oh Mann, bin ich doof. Erzählt's aber bitte keinem weiter. Dann wird man hier da gleich mal die ersten Stufen wieder hin. Wir wollen da hinten
Also Erstmal geradeaus quasi zum Richtung Tempel irgendwo. Osten Genau. zum Tempel. Ja, okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Zack. Ist ja keine Mine hier irgendwo dagegen? Nee, wa? Ist ja Käse. Ich denke, das ist irgendwie giftiges Wasser dort, ne? Knirsch? Also auch aufpassen. Ja, das ist so, das, ja, das schimmert so komisch, genau. Nix gut. Das ist Trockensand, was wir hier haben. Interessant. Wozu brauchen wir Trockensand? Hier ist der Trockensand verdammt hart. Ich habe eine Mine gefunden, da kann man farmen. So. Und Harry Hunger ist jetzt out in deinem Spiel, habe ich gesehen. Eine Folge kommt noch. Die letzte Folge jetzt müsste am Sonntag kommen. Mit oder ohne Jetzt Harry ist Harry Hunger? Hunger durch. Meinst du diesen trägen Koch? Ja, genau. Jetzt Eine Folge kommt noch. ist er so ein Asiatin da. Was? Ich habe akustisch nicht Sage, verstanden. derzeit ist da so ein Asiatin da, die irgendwie das per Magie den kleinen Wicht hochnimmt. Ja, die ist nicht ganz ohne. Bisschen gemein. Erst ist er da am Singen, so ein bisschen. Ja, ist nicht. Böse, böse. Frauen, die singen, sind gefährlich, muss aufpassen. So, hier geht's runter in die Mine. Hier könnte man was farmen. Gibt's hier was sonst? Hier gibt es Siltstone. Das Seed gibt es hier. Limestone. Guck mal, könnten wir auch die wegen anderen Materialien nur falls bauen. Ja. Ich habe hier schon jede Menge. Ich habe hier. Hast du das Haus abgerissen, ne? Nein, ich habe hier. Ich konnte eine ganze Ecke habe ich schon gestopft. Aber ihr kriegt ja nichts mit. Entschuldigung, dass wir die Vorarbeiten hier machen. Entschuldigung, Herr. Ja. Gleich wird wieder zurückgerudert, ich weiß. So, es wird schon wieder Nacht hier. Guck dir den Schmersch an, da buddelt er hier schon wieder. Hier sind wir dann im Sand, das ist gut. Pong. Wer bist du denn? Wollen wir so andeuten, dass es hier ein bisschen weitergeht. Das sind Pflanzen, die wachsen nur auf Sand. Gut zu wissen. Kann man so ein bisschen Sand hier reintun?
Bumm. Oh, der Schmerz wieder. War ja wieder klar. Hat sie gerumpelt. Ist wieder gerumpelt in der Kiste, ne? Das sieht schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. So. Nee. Geht's denn so richtig hier hoch zum. Hier geht's dann so hoch. Dann machen wir Victor hier rum. Noch ein bisschen Trockensand. Hab ich dann noch. Noch ein bisschen Trockensand. Na super. Passt doch. Dann baue ich das Ganze hier so rum. Nierarola Löffelstiel, oder wie war das? Nierumlarum Löffelstiel. Ja, halt so. Hier. Oh, das ist eine Hexe für Schuki. Wo ist die Krücke? Ich schieße jetzt mal eins auf den Sack. Hallo Creeper. Ja, hallo Enderman. Ich habe mir doch nur kurz angeschaut, den Creeper. Warum greift er mich dann an? Verstehe ich gar nicht. Hallo Schwänchen. Auch gekillt. Wo ist der gute Schmärchen? Er hat sich auch ein paar Freunde angelacht hier. So einer ist es also. Zwerg, jetzt fehlt noch so eine Boygroup, ne? Die Boygroup, ja, die fehlen. Die kommen bestimmt noch. Hier ist schon was los. Ein paar Quietschboys. Die Quietschboys, ja, die fehlen. Zack, zack. Wir nehmen mehr hier. Zack, hier. Was ist das denn für ein Spinner da hinten, ne? Bei dir. Hat sie nicht mal. Bist dich. Der Feueroger kriegt mich gar nicht mit. Der will ich gar nicht haben. Ey, beachte mich mal. Du hast keine Freunde oder was? Ich stand hinter ihm, der hat mich gar nicht beachtet, der Feueroger. Hast du schon wieder die Hexe eingeladen? Ratzefiese hier? Die geht schon auf den Senkel hier, diese blöde Kuh, ey. Hier ist aber ganz schön was los im Stall, ne? Das täuscht. Ich hab mal so ein bisschen hier mal ein kleines Schiff gemacht. Hier hat sie ganzen Steine geklaut. Guck mal an. Doch keiner gesagt. Was euch mal lieber um diese Beugung da, ne? So deine Beugung oder nicht? Nee. Los hier, also mehr als sonst, ne? Täuscht.
Hier ist nicht allzu viel los. Das ist aber so ein Feueroger. Dem sage ich nochmal guten Tag. Das spawnt aber gar nichts. Oh, wie kriegt man diesen Kack-Enderman noch mal weg, ey? Auf die Füße hauen. Oh, die Krücke geht aber nicht weg, ey. Wo bist du denn, Schoki? Ich sehe dich nirgendwo auf der Karte. Wo bist du denn schon wieder? So weit abgedriftet? Ja, Mali. Da bist du. Hast du Musik endlich oder immer noch nicht? Nee. Ja, warte, ich komme. Nein. Wo ist er denn, der Enderman? Oh, den Sack kommt hier noch hinterher. Auf die Füße ja. Hauen, auf die Füße. Hau dir mal ein paar aufs Maul. Hab ich doch gemacht. Maul. Hauze, hauze. Mach mal auf Schnauze. Gibt's da wohl nicht. Genau, ist der weg. Maul hier. So die Scheiße. Hier ist auch gerade eine ganze Menge wieder los hier. Eigentlich doch. Ja, was umpacken hier. So eine Riesenratte auch noch, ey. Eine Blitzrute habe ich noch gekriegt. Das ist doch cool. Eine Blitzrute. Ah, es wird so langsam wieder Tag. Denn ein paar weniger Monster. Fahr ich nicht weg. Weg. Aua. Aua. Blöde Schlange hat mich gebissen. Denk mal, hier gehen wir jetzt gerade noch so drunter. Long. Da lang. Ein bisschen Trockensand fahren. Machen wir hier aber geradeaus mal runter. So. Ah, der Schmerz hat verstanden, was ich vorhabe. Sehr gut. Ja, so ein heller Moment. Kann man den ganzen Trockensand wieder verbraten, den man hat. Ist ja nicht verkehrt. Dann kann ja auch wieder mächtig gestopft werden. Hast du noch genug Material, Schuki, oder? Ich brauch gleich wieder welches. Ja. Mal ein bisschen hier was farmen hier nochmal und dann geht's los. Ich muss halt Materialien nehmen, die da vorhanden sind. Dann haben wir halt nichts anderes, ne? So, ein bisschen auffüllen hier. Ein bisschen ordentlich aussieht. Und jetzt bauen wir nach Süden, ne? Das, genau, jetzt. Das Dorf, was da quasi so im, am Fluss ist. So. Richtig, sehr gut. Denke ich mal. Weil nächste Woche können wir wieder so eine kleine Reise machen, wenn ihr wollt. Irgendwo, wo wir noch nicht waren oder so. So ein bisschen Sightseeing. Ich stopfe ja. Gleich wieder, ich habe schon wieder Material. Erfahrungspunkte nehmen wir da mal mit hier. Das ist Treibsand, das wollen wir nicht haben.
Das ist ein Dungeon. Ich kundschafte mal den Weg im Norden aus. Wo wir da so lang kommen. Ist wieder so ein hässlicher Fluss. Wieder Treibsand. Ist doch ekelig. Irgendwo hier ist doch das Dörfchen, oder? Ist das nicht hier? Ich bin hier total verkehrt. Wo bin ich denn? Da ist der Schmerz. Wo bin ich? Ich bin da. Ja, das passt so in etwa. So, jetzt komme ich wieder zum Stopfen. Den Weg sollten wir vielleicht landschaftlich gesehen zwischen den Turm und der Feuersbrust da durchbauen. Ich glaube, das könnte gut aussehen, oder Schmersch? Turm? Der Turm? Den Dungeon, den wir hier haben. Ich komme von einer Richtung mal entgegen. Was hältst du davon? Ja, genau. Kommen Sie mir mal entgegen. Ich bin am Stopfen wieder feste. Ach so, du meinst diesen riesen Osterinselkopf auf der einen und oder, nee, ach so, den oder kleinen Vulkan und dem. Dungeon. Ah, ich sehe dich schon. So hier so durch, ja, hat doch was. Ich glaube, das wird schon wieder dunkel, kann das sein? Wollen wir mal schlafen? Habt ihr alle ein Reisebett? Schlafen? Oh, das hätte ich dabei. Also, ich hab ein Bett. Ja, muss ich mal das rausholen, mein Bettchen, warte. Irgendwo habe ich auch ein Bettchen. Das Reisebettchen da. Dann schlafen wir auf der Baustelle. Ich kann nur nachts schlafen, jetzt habe ich noch keine Nacht. Ja, ein paar Minuten warten. Dann mache ich noch ein paar Überstunden ja am Straßenbau. Genau. Kann immer noch nicht schlafen. Dann kommt wahrscheinlich nur schlechtes Wetter. Hm? Glaube auch, ja. So, gar keine Nacht. Dann baue ich mal ein Bettchen wieder ab. Da. So. So. Einen Haufen Trockensand. Sag was, den ich übrig habe, das schmeiße ich alles in mein Dingspunkt in eine Truhe. Das wird glaube ich schon wieder dämmerig, ne? Gut, dann schlafe ich hier im Dungeon. Hier ist es ruhig, hier ist es trocken. Gut, die Untermieter machen vielleicht ein bisschen Krach unter Umständen. Ich kann aber ja, immer noch das nicht kann, schlafen. Das kann sein. Ich kann noch nicht schlafen. Ich habe komischerweise teilweise nachmittags das Problem, dass sie einfach meine Netzwerkkarte, die Onboard-Netzwerkkarte, sich abmeldet. Keine Internetverbindung mehr. Plupp. Oh. Muss ich den Stecker ziehen, wieder reinchecken, dann läuft's wieder. Ja. Ich kann doch nicht schlafen.
Ist noch zu hell zum Schlafen, ist noch keine Nacht. Es scheint echt nur ganz schlechtes Wetter hier zu sein, ne? Oder genau. Smog. Smog, ist das der kleine Bruder von Smaug? Ja, das ist der kleine Bruder von Smaug. Vielleicht sollte man da nicht gerade den Weg lang bauen. Ah, gut, der Schmerz kommt von da. Sehr gut. Sehr gut. Der Schuki richtig was zum Stopfen hier. Es muss bestimmt auch bald wieder abends werden, dann hauen wir uns so ins Bett hier. War ein bisschen müde? Ja. So, so schaut gar nicht so verkehrt aus. Na, es wird jetzt aber wirklich ein bisschen dämmerig irgendwie, ne? Wieso? Das Gemeine ist ja, die Lava im Nether fließt ja so schnell wie Wasser, ne?